Seit dem 6.5.2022 stellt die Künstlerin Yasmin Al-Laham, aka Miami Punk Machine, ihre Ausstellung zum Thema Parallelwelten im Bennohaus in Münster aus. Für mich fühlen sich aber gewisse Dinge anders an und habe auch gemerkt, dass jeder die gleiche Situation anders wahrnimmt. Wie ist eigentlich der Weg von der Idee zum fertigen Produkt? Also bei dem Thema Parallelwelten, das sind die Arbeiten, die sind zwischen 2016 und 2022 entstanden. Und ich habe mich damit befasst, dass ich merke, dass die Menschheit immer versucht, eine Welt für alle zu definieren. Also wie sie aussieht, wie sie sich anfühlt. Wenn du etwas schmeckst, dann öffnet sich eine andere Welt. Wenn du etwas fühlst und die Augen zu hast, dann siehst du ganz andere Sachen. Wenn du träumst, hast du eine komplett andere Welt vor dir. Und somit hat man ja eigentlich 1000 verschiedene Welten, die so parallel existieren. Und wir fokussieren uns halt immer nur auf diese alltägliche Welt, sage ich mal. Und darauf wollte ich mich befassen oder befasse ich mich immer. Das heißt, es sind zwar sehr unterschiedliche Werke, aber die haben alle das Gleiche gemeinsam. Und da entstehen dann halt auch manchmal eigenartige Kreaturen. Ja, alles, was ich fühle, schmecke, träume, empfinde oder auch im Gespräch mit anderen im Austausch, wollte ich dann eben oder möchte ich visuell darstellen. Als ich zur Schule gegangen bin, hat mich eine Künstlerin damals entdeckt. Das ist die Gabi Geist. Da bin ich dann zu Schulzeiten, hat sie mich eben in ihr Atelier aufgenommen. Also das hat sie immer so Talente gesucht und dort dann umsonst immer einmal in der Woche bei ihr Unterricht gehabt. Und da waren halt 4, 5 Leute und es waren alles so Jüngere, die sie dann halt gefördert hat. Also das ist so mein Ausdrucksmittel. Es ist mir aber auch wichtig, dass andere sich darin sehen können, also nicht nur ich. Also ich versuche jetzt auch nicht komplett da irgendwas vorzugeben, was es zu sein hat, sondern dass jeder auch so die Dinge darin sehen kann, die er möchte. Also Musik ist für mich eigentlich immer der größte Impuls. Ich suche immer Musik, die so ein bisschen, ja, nicht so bekannter ist, sage ich jetzt mal. Und dann stelle ich mir automatisch Bilder vor. Dann produziere ich dann halt etwas. Also im nächsten Schritt eben setze ich mich hin, schreibe erstmal Ideen auf. Das ist alles nochmal ganz locker und diffus. Und dann fange ich halt meistens an, also bei einem Animationsfilm, dass ich das Storyboard schreibe. Oder bei Bildern sind es halt meistens, ich habe immer mein Skizzenbuch dabei, dass ich halt Skizzen mache, ganz schnell. Und aus den Skizzen entstehen Werke dann. Und beim Schminken ist es das Gleiche. Das ist halt dann ein Gefühl, ich habe eine Idee, sehe oder empfinde was und das zeichne ich dann erstmal grob auf und dann mache ich ein Testschminken, also mehrmals und dann, genau, mache ich dann das finale Schminken. Und wo sieht die Künstlerin sich in der Zukunft? Ja, Ausstellungen oder künstlerische Projekte machen, die halt, ja, was Nachhaltiges haben. Also, dass ich damit auch in Verbindung mit schönen Projekten, also wo man jemandem was helfen kann, auch karikative Sachen oder sowas, das fände ich eigentlich ganz gut. Ich würde jetzt gerne zum Beispiel auch mal in Amerika, wie gesagt, eine Ausstellung machen oder in Korea, weil ich war ja auch schon mal in Korea. Ja, ansonsten auch gerne also Jugendliche, die in Brennpunkten sind, unterrichten kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dass man nicht nur die Kunst und die Ausstellung an sich, sondern dass man die Kunst halt eben auch anwendet. Und so wie das meine Kunstlehrerin mit mir quasi gemacht hat, so würde ich das halt auch gerne weitergeben, weil ich merke halt, dass die Kunst Kindern und Jugendlichen, die halt nicht so die Option haben, dass halt oft ein guter Weg ist, um mit gewissen Dingen umzugehen. Die Ausstellung ist anzuschauen bis zum 7.7.2022 im Bennohaus.